Hallo liebes Publikum, mein Name ist Lukas Stöckel, neben mir steht Elias Sick und Christian Kunz. Wir befinden uns im Anwendungstechnikum Pulver in Markdorf und freuen uns, Sie stellvertretend für die Firma Wagner begrüßen zu dürfen. In den nächsten Minuten möchten wir Ihnen anhand von innovativen Lösungen zeigen, wie man komplexe Bauteile einfach und effektiv beschichtet. Wir arbeiten nun schon seit 30 Jahren mit Achstechnik und haben mehr als 1000 Achsen im Markt installiert. Zusammen mit Beschichtern und Anwendungstechnikern versuchen wir, die Funktion weiter zu optimieren und zu verbessern. Schauen wir uns mal ein komplexes Werkstück an. Christian, welche Schwierigkeiten und Hindernisse können bei der Beschichtung eines Schrankes vorkommen? Ja, Lukas, die herkömmlichen Z-Achsen sind schon ziemlich gut geeignet, um den Pulverauftrag entlang einer Kontur zu gewährleisten. Dies ist auch das A und O in einer Beschichtung, die Pistole nah an der schwierigen Stelle zu positionieren. Bei unterschiedlichen Teilegeometrien ist es allerdings oft der Fall, dass nicht alle Stellen gleichmäßig beschichtet sind. So kommt es oft vor, dass der Pulververbrauch steigt und natürlich die Überbeschichtung oder eben der Handbeschichteraufwand auch enorm ist. Und das schauen wir uns jetzt an dem Schrank an. Hier am Holm entsteht oft eine Überbeschichtung, während in der Seitenwand innen die Schichtdicke noch nicht ausreichend ist und nachbeschichtet werden muss. Zur Lösung dieses Problems haben wir die Mehrzonbeschichtung entwickelt. Die Mehrzonbeschichtung ist einfach zu programmieren und hilft dabei, eine große Bauteilvielfalt abzudecken. Christian, kannst du uns am Beispiel des Schrankes die Funktionalität mal erklären? Ja, anstatt nur fixe Parameter in einem Rezept je Bauteil zu verwenden, ermöglicht es eben die Mehrzonenbeschichtung für Teilbereiche am Bauteil, verschiedene Parameter in den Pistolen zu verwenden. Diese Presets helfen uns, an den unterschiedlichen Teilegeometrien die Gleichmäßigkeit der Beschichtung sicherzustellen. So entsteht eine gleichmäßige Beschichtung von Seitenwand und Holm. Mit dieser Technologie können Anwender ihre Produktion optimieren, Pulver sparen und eine bessere Beschichtungsqualität erreichen. Ein weiterer Faktor für die erfolgreiche Beschichtung von komplexen Bauteilen ist die SFT-Technologie, Smart Feeding-Technologie. Diese ist in unserem IPS verbaut und hilft uns dabei, tiefliegende, schwer zu erreichende Stellen an Bauteilen zu beschichten. Christian, wie funktioniert die SFT-Technologie? SFT hilft mir immer dann, wenn die Pistolenpositionierung an diesen kritischen Stellen nicht gut möglich ist, wie zum Beispiel an Heizkörpern oder Schweißkonstruktionen. Dann überbrücke ich die Entfernung mit einer weiten Pulverwolke und so erreiche ich diese kritischen Stellen eben auch mit Pulver. Insgesamt helfen mir diese fortschrittlichen Technologien, den Beschichtungsprozess zu vereinfachen. Das klingt schon sehr interessant. Und welche Rolle spielt das Pulverzentrum hierbei? Das IPS nimmt mir Arbeit ab, da der Farbwechsel des Pulverzentrums automatisch abläuft, inklusive die Reinigung der Frischpulverzufuhr und des Ultraschallsiebs. Der ganze Prozess wird per Knopfdruck gestartet und ich habe so genug Zeit, parallel die Frischpulverkartons vorzubereiten. Dieser ganze Ablauf führt zu einer sehr gleichbleibenden Reinigungsqualität und ich kann mich einfach darauf verlassen. Vielen Dank, Christian, für diesen Einblick. Es gibt also gute Möglichkeiten, die Beschichtung weiter zu optimieren. Unsere Anlagenbetreiber finden es weiterhin auch interessant, über den gesamten Beschichtungsprozess ihre Optimierungsmaßnahmen transparent machen zu können. Elias, kannst du unseren Zuschauern zeigen, wie dies mit Hilfe von Industrie 4.0 Lösungen gelingt? Gerne, Lukas, vielen Dank. Der Automatisierungsgrad und der Funktionsumfang von Pulverbeschichtungsanlagen nehmen stetig zu. Wir haben uns gefragt, was wir tun können, um den Beschichtungsprozess für den Anwender dennoch einfach handhabbar und vollständig transparent zu machen. Als Anwender stellen Sie sich sicherlich oft eine der folgenden Fragen. Habe ich den Überblick darauf, was aktuell in meiner Anlage passiert? Läuft in der Anlage alles wie geplant, selbst wenn ich mal nicht selbst vor Ort sein kann? Oder welche Optimierungspotenziale gibt es in der Anlage, um meine Stückkosten weiter zu senken? Und nicht weniger wichtig, wann ist der optimale Zeitpunkt für die Wartung der Anlagenkomponenten? Anhand der eingangs gestellten Fragen würde ich Ihnen sehr gern den konkreten Mehrwert, der Codify Ihnen bietet, zeigen. Der Anwender fragt sich also, habe ich stets den Überblick darauf, wie meine Anlage aktuell ausgelastet ist? Codify ermöglicht es Ihnen, durch diverse Visualisierungen die vollständige Transparenz über den Betrieb der Anlage herzustellen. So können Sie auch im Nachgang
den Tagesverlauf ansehen und minutengenau analysieren. Eine weitere Herausforderung ist sicherlich, dass man nicht ständig selbst vor Ort sein kann. Mit Codify ist das kein Problem. Von überall auf der Welt haben Sie über das Handy, das Tablet oder den PC Zugang zu Ihrer Anlage und zu jeglichen Produktionsdaten. Das Einzige, was Sie hierfür brauchen, ist eine Internetanbindung. In diesem Moment könnten Sie parallel zu dieser Veranstaltung über Ihr Handy den Status Ihrer Beschichtungsanlagen prüfen. Eine weitere Frage, die den Anwender stets beschäftigt, ist: Wie kann ich meine Anlage optimal auslasten, um meine Stückkosten weiter zu senken? Codify ermöglicht hier unter anderem die Auswertung der Beschichtungszeit, welche uns im Detail zeigt, wann die Pistolen in der Kabine aktiv beschichtet haben. Dadurch, dass Codify gleichzeitig auswertet, wie die jeweilige Beschichtungsfläche der Werkstücke ist, lassen sich direkt Rückschlüsse auf die Prozesseffizienz ziehen und es lassen sich Maßnahmen ableiten, um die Stückkosten nachhaltig zu senken. Zum Schluss kommen wir zu der nicht weniger wichtigen Frage: Wann ist der optimale Zeitpunkt, meine Anlagenkomponenten zu warten? Wenn die Anlage stets gut gewartet ist und es nicht zu ungeplanten Ausfällen kommt, wirkt sich das natürlich positiv auf die Anlagenproduktivität aus. Codify ermöglicht das Erfassen der Betriebsstunden von Anlagenkomponenten. Dadurch können die Wartungen von Einzelkomponenten, beispielsweise den Pistolen, zielgerichtet geplant werden. Codify informiert hier proaktiv, ohne dass der tatsächliche Wartungsfall bereits eingetreten wäre, sodass sich negative Auswirkungen auf die Anlagenproduktivität vermeiden lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir sehr gespannt auf Ihre Fragen.